Ich glaube, das Rathaus 12 wird ein wenig zu OP. Mal sehen, was der zweite Sneak von gestern denn so hergibt. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und ja, natürlich will ich heute auch wieder mit euch über das Update so ein bisschen sprechen, also über den Sneak, ja eigentlich schon leider von gestern. Ich bin immer natürlich einen Tag zu spät. Ich habe es halt nie so richtig auf dem Schirm, beziehungsweise wenn die Update-Sneaks dann kommen, dann bin ich meistens nicht zu Hause. Also ich kann dann nicht direkt aufnehmen, was uns erwartet. Ist aber, glaube ich, nicht so schlimm. Ich muss mal eben diesen Gegner hier machen. Ich guck mal, was ich hier noch dabei habe. Oh, vier Magier, die kann ich ganz gut gebrauchen. Und es wäre gar nicht mal so schlecht, wenn so ein paar Truppen jetzt wenigstens auch hier reingehen. Da ist jetzt eigentlich alles offen, aber die können hier auch ein bisschen außen rum gehen. So schlimm ist das jetzt nicht. Vielleicht springen sie hierher, wenn ich da den Sprung anbiete. Ja, da geht schon mal rüber. Okay. Wir können ja ruhig ums Rathaus gehen, wie immer. Denn wir brauchen mal wieder nicht das Rathaus, sondern wir brauchen den Adler und wir brauchen die Ressourcen hier. Wir brauchen die Ressourcen und zwar ganz, ganz dringend. Das habe ich jetzt gesehen im Sneak, denn es gibt wieder mehr Mauern zu machen. Also die letzten 50 Mauern endlich für die Maxed Rathaus 12er hier zu machen. Und dann haben die wenigstens wieder was zu tun. Und meine Queen hat ja auch ganz gut was zu tun. Stelle ich jetzt gerade mal so fest. Dann einmal noch hier gefriest. Hier vielleicht auch noch mal den Fries drauf, dass meine Heiler da nicht ganz so stark drauf gehen. Hier außen einmal den hier. Und hier hinten können wir mit dem Laki anfangen. Ja, mal sehen. Den müssen wir aber eigentlich schaffen für unsere Tagessterne hier. Das sollte eigentlich drin sein. Ja, das muss eigentlich drin sein. Sieht ganz gut aus. War jetzt auch nur ein Rathaus 11er. Also mal sehen. Wir gehen gleich mal in die Updates rein. Einfach nur mal wieder meine Meinung. Wird jetzt nicht so ein Hater-Video wie das von gestern, sondern es wird, oder vorgestern war es ja. Ich habe gestern keine Folge gemacht, weil wir davor den Abend ja gestreamt haben und ich bin gestern nicht wirklich dazu gekommen, noch was aufzunehmen. Oh, okay, das ist nur Multi. Noch was aufzunehmen. Und deswegen muss ich das jetzt heute einmal so ein bisschen nachholen. Hab da immerhin eine Stimme und beziehungsweise hab da auch ein bisschen Meinung. Und ich hab schon mal grob überflogen. Es sieht eigentlich ganz gut aus. Es ist jetzt nicht so, dass ich völlig ausflippe. Aber ich muss schon sagen, was mich so ein bisschen begeistert, sind natürlich die Zauber, die jetzt noch einen hochgehen. Ich muss eben mal nachtrainieren. So, die Zauber, die eben mal hochgehen und eben mal auf Deutsch, glaube ich, stellen. Ich glaube, auf Deutsch gibt es die Update-News auch. Ich muss mal eben gucken. Ich hatte noch keinen Client auf Deutsch heute. Und ja, in den News. Also neue Level und Balance vor einem Tag schon. Also es ist ja schon alles alt. Und wir sind zurück mit dem zweiten Peak und es gibt was mit oder für Rathaus 11 und Rathaus 12 Spieler. Rathaus 12 habe ich jetzt ein bisschen das Gefühl, wird mal wieder ein kleines Stück OP, denn vor allen Dingen die Heldenlevel hier. Fünf Level auf beide Helden mit dunklem Elixier, also der Barbarenkönig und die Bogenschützenkönigin gehen fünf Level hoch, der Wächter 10 Level. Das ist richtig krass. Natürlich ist die Zeit des Regenerierens beim Wächter dementsprechend jetzt oder wird dann angepasst. Der Golem geht ein Level hoch, finde ich in Ordnung. Der Golem wird doch schon immer mal wieder genommen. Und ich denke, ein Level für ein Rathaus 12 passt in jedem Fall. Die Zauber auf Level 6, Wutzauber, Giftzauber und der Skelly-Zauber. Beim Skelly-Zauber und beim Wutzauber muss ich sagen, der Wutzauber wurde übrigens noch nie verbessert. Der war schon immer auf Level 5. Jetzt bekommt er seine Verbesserung nach so vielen Jahren. Und beim Skelettzauber bin ich wirklich gespannt, was der jetzt auf Level 6 bringt, denn ich habe im unteren Teil gelesen, die kleinen Skellys haben jetzt erst noch eine kleine Rüstung an. Das heißt also, der erste Hit auf die Skelette bringt nur die Rüstung runter und danach sind sie dann verwundbar. Gebäude, okay, vier Minenwerfer auf Level 12, das kriegen wir hin. Alle 13 oder alle Level 13 Mauern können jetzt verbessert werden, also 50 zusätzliche Mauerstücke. Und Rathaus 11 bekommt den meinen geliebten Erdbebenzauber auch auf Level 5 und den Allzauber, das finde ich in Ordnung, auf Level 5 hoch, denn der ist ja auf Level 4 schon beim Rathaus 10 im Moment maxed und deswegen finde ich es eigentlich in Ordnung, dass der auch hier
beziehungsweise nicht maxt, sondern doch, der ist da maxt, ne? Oder ist doch 5 maxt? Müsste ich jetzt, jetzt muss ich echt mal wieder nachgucken, bevor ich euch wieder Scheiße erzähle. Der ist auf 4, der ist auf 4 maxt, ja, also ich erzähle euch keine Scheiße, okay. Letztes Mal habe ich mich ein bisschen vertan mit den Medaillen für den Bauarbeitertrank. Der Heilradius wird, ja, die Reckzeit habe ich eben schon erwähnt. Der Heilradius, der Heiler wird leicht reduziert, finde ich, glaube ich, ganz gut. Habe ich ja die Tage oder vor Wochen schon eine Folge gehabt. Ist schon ein bisschen, nicht eine OP-Truppe, aber der ist fast in jeder Armee mit dabei. Und wird also ein ganz kleines Stück genervt. Flächenschaden bei Zerstörung der Golems wird ein bisschen erhöht. Das finde ich ganz gut, denn die machen wirklich kaum oder sehr, sehr wenig Schaden, wenn sie dann auseinandergehen bzw. zerplatzen. Der Erdbebenzauber wirkt jetzt ein bisschen höher. Also im Moment sind es, glaube ich, 6 Felder. Und ich glaube, um 0,3 Felder pro Level, das müsste ich jetzt ausrechnen, ob das dann schon 7 Felder sind. Ist natürlich gar nicht mal so schlecht. Beim Farm benutze ich ihn ja auch, aber nicht so wirklich im Klankrieg, habe ich ihn jetzt auch schon ein bisschen länger nicht gesehen. Skelettzauber hat man eben schon gesagt, es gibt gepanzerte Skelette, ich bin echt gespannt, wie die dann aussehen. Vielleicht wie die kleinen von Clash Royale oder so. Und Verteidigung wird, natürlich wird die Verbesserungsdauer auch dort angepasst von den Minenwerfern, auch sehr, 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 sehr schick, beziehungsweise resultiert natürlich daraus, dass sie jetzt wieder ein Level hochgehen. Die Magiertürme machen nicht mehr ganz so viel Schaden. Sie werden also leicht reduziert von Level 8 auf von 48, 45 und Level 9, 54 auf 50. Okay, Bat-Spell lässt mal wieder grüßen, sage ich mal. Belagerungsmaschinen finde ich auch ganz gut. Das Zeppelin wird nicht mehr sehr, sehr häufig genutzt, glaube ich. Und deswegen passt das, dass man dort die Trefferpunkte ein bisschen erhöht, um das so ein bisschen anzugleichen. Ich habe immer das Gefühl, der Felsenwerfer und auch die Karre gehen einfach viel, viel besser in Bases als das Zeppelin. Und deswegen habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass das Zeppelin wieder ein bisschen mehr genutzt werden soll. So muss man es ja sagen. Mauerringe, okay, sind nicht mehr ganz so teuer und die Trefferpunkte aller Gebäude auf Meisterhütten Level 8 werden leicht reduziert. Okay, ach, das ist Dunkeldorf, alles klar. Das ist Dunkeldorf, Verbesserung des Gigateslas, okay, Weiterentwicklung, das habe ich auch noch nie beobachtet, dass die nicht vom Bauarbeitertrank betroffen waren, weil ich ihn so gut wie nicht nehme. Die Hindernisschaufel finde ich sehr, sehr gut. Das Meckern von vielen hat sich gelohnt, dass die Beutekarre zu bewegen ist. Wenn man ins Wiki schaut, bekommt man übrigens noch ein bisschen so eine kleine tabellarische Ansicht, die noch nicht so ganz ausgereift war, gestern zumindest nicht. Da fehlten noch so ein paar Werte. Und aber ich denke mal, da es ein Wiki ist, wird da stetig dran gearbeitet. Finde ich eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Die Änderungen, die uns erwarten, die Schaufel hier hat mich nie betroffen, in keinem meiner Dörfer, denn glücklicherweise hatte ich die Karre immer aus. Ich meine, ich kann sie im Moment auch nicht wegbauen wegen dem Dunklen oder abbauen, aber die war auch schon mal hier neben dem Lager und so konnte ich dann auch mal eine kleine Zeit meine Dörfer nicht tauschen. Aber gelingt mir jetzt wieder und ich würde sagen, ich reck eben mal durch. Ich wollte sowieso so einen Zaubertrank hier nehmen, einmal benutzen, um dann so ein bisschen zu pushen, denn ja, wir müssen ein paar Mauern machen. Ihr seht das hier, 65 plus 50, 115 Stück, alles klar. Kann ich mich jetzt schon wieder dran gewöhnen, aber sie kosten ja nur 4,5 dank des Goldpass. Ich mache einen kurzen Cut und dann machen wir natürlich einen Angriff hier. Oh, den nehmen wir mal mit. Den nehmen wir mal mit, aus dem Grund, dass der da so ein Adler recht am Rand hat. Ich muss diese Adlertat immer noch machen. Das ist im Moment bei mir komischerweise. Hat das Ding im Moment bei mir Prio. Ich muss jetzt noch mal sehen, wie ich und wo ich eigentlich hier starte. Ich glaube, wir starten mal auf der Ecke hier. Dann muss ich aber nur funneln hier. Und jetzt muss ich schon, muss jetzt schon Zauber werfen. Okay. Und da hinten lungert ja schon ein Inferno rum. Das ist natürlich gar nicht mal so cool. Das machen wir erstmal so. So, dann können die erstmal hier reingehen. Beziehungsweise wir gehen mit dem King rein hier und wir gehen mit ihm hier rein. Was haben wir hier hinten noch? Oh, 3 Päcker. Nicht, dass ich die vergesse. Toto vergisst seine Päcker. Tolle Wurst. Aber nee, Toto vergisst einfach mal seine Queen. Wie so oft, Queen einfach mal ein bisschen vergessen hier. Und Gift habe ich jetzt schon geschmissen auf den Ballon. Den muss ich allerdings, glaube ich, jetzt mal anhalten. Denn, der macht mir alles kaputt. Der hat mir alles kaputt gemacht, oder? Ah,
Wir haben immerhin schon mal einen Stern. Ein Stern ist ja nicht schlecht. Ein Stern ist ja gar nicht mal so schlecht. Was haben wir denn hier in der Mitte noch? Alter, da ist so ein Gewusel da. In der Mitte, ich kann die Truppen gar nicht erkennen. Na. Ich glaube, das Lager kriegen wir noch hier. Hier außen bekommen wir das Lager vielleicht auch noch. Mal sehen. Und hier, das wird eine ganz enge Kiste, beziehungsweise hier auf der Ecke, dass wir uns da noch ein bisschen was wegholen können. Ah, hier hinten können wir uns noch was holen. Okay, der X-Bogen ist nämlich im Ausbau da. Glück im Unglück, okay. Ja, war jetzt nicht ganz so prall, aber so ein paar Ressourcen haben wir ja gemopst. Und ja, wie gesagt, das Update, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, vor allen Dingen, wann es kommt. Das ist ja noch nicht angekündigt worden, wann das Update kommt. Mich wundert so ein bisschen, dass sie tatsächlich jetzt gerade, wo die ganzen Weltmeisterschaften, wo die ganzen Ligen laufen, dass sie dort den Heldenlevel jetzt hochbringen. Ich kann mir vorstellen, dass sie aber die Liga auslaufen lassen und dann erst das Update bringen. Ich glaube nicht, dass es jetzt mitten in der Liga ein Update geben wird, sondern erst danach. Ich bin sehr gespannt. Bin im Moment immer schnorrermäßig unterwegs hier mit dem Rathaus 12er, denn ich habe die Liga nicht gespielt. Ich habe meinen ersten Angriff leider verpasst und war selber von mir eigentlich so enttäuscht, dass ich gerade im ersten Krieg den ersten Angriff verpasst habe, dass ich mich ganz abgesagt habe, erstmal vom Clan Spätzle mit Soße. Also, das hat jetzt nichts mit dem Clan zu tun, sondern eher mit mir, dass ich selber von mir so enttäuscht war. Und deswegen habe ich gesagt, lass mich mal ganz raus, ich spiele die Liga dann gar nicht. Und dann habe ich ein bisschen mehr Zeit für die anderen Accounts hier. Oh, den haben wir jetzt doch ganz weggemacht, alles klar. Dann habe ich ein bisschen mehr Zeit für meine anderen Accounts. Ich bin ab und zu mal bei den Herausforderern zum Spenden drin. Ich denke, das reicht dann an der Stelle auch. Aber wie gesagt, hat jetzt nichts mit dem eigentlichen Clan SMS zu tun. Noch ein Update gab es übrigens in meinem Dorf hier. Ich habe mich umbenannt. Ihr seht das links oben. Ich habe jetzt einen ordentlichen Namen. Ich heiße jetzt wirklich Thorsten. Denn vorher war dann Leerzeichen tatsächlich drin. Das hieß dann immer Thorst und dann Ten. Und jetzt heißt es wirklich Thorsten. Und ich konnte mich ja noch einmal umbenennen hier. Und das kann ich jetzt nicht mehr. Ich kann den Namen jetzt erst in 4 Tagen, 6 Stunden wieder umbenennen. Aber ich meine, ich wollte mich eigentlich nie umbenennen. Aber dieses Leerzeichen hat mich jetzt doch mal so gestört, dass ich gesagt habe, komm, das eine Mal umsonst umbenennen hier, das gönnst du dir einfach. Und wie gesagt, ich bin sehr, sehr gespannt, was uns erwartet im Update. Mal sehen, ob heute noch ein Sneak kommt. Dann bringe ich vielleicht heute noch was. Denn heute habe ich mal ein bisschen mehr Zeit als die anderen Tage, denn das Wochenende naht und ich hoffe, ihr freut euch auch auf ein flashreiches Wochenende. Bis dahin, euer Toto. Flasht.